Hey Freunde, kommt zurück zu Baba is You. Machen wir hier in einem tiefen Wald direkt weiter mit dem nächsten Level. Level 6. Die Schlucht. Aber ich möchte jetzt eigentlich nirgendwo runterfallen. Ah nee, so sieht's aus. Sieht ganz anders aus. Keine Schlucht, sondern irgendwie ist es so geformt wie so ein Kopf, oder? Wie so ein Skelettkopf. Baba is You. Up? Ist es neu? Up? Hedge is Stop. Ghost is Push and Hot. Text is Float. Belt is Shift. Okay. Da wird the flag. Flag is win. Flower is defeat and melt. Okay, Flower ist aber außerhalb, also das haben wir noch nicht. Was ist mit diesem Up? Das nehmen wir mal mit, würde ich sagen. So, der killt uns, ne? Ne, den können wir schieben. Ja, aber helfen tust du das im Moment nicht. Ah, die Flowers killen uns. Ah. Okay, ich kann Belt is Up machen. Ach, dann dreht er sich nach oben. Ja, aber das hilft mir doch jetzt nicht, oder? Nee. Ich müsste das Belt schieben müssen nach zum Beispiel hier hin. Dann kommt der Geist hier hoch, dann schiebe ich den Geist hier so runter und dann macht er irgendwie was kaputt. Maybe? Keine Ahnung, vielleicht geht das ja so. Aber... Was ich machen kann... Ups. Ist die Sachen nach da drüben bringen und dann Baba ist Belt. Oder halt irgendwie sowas. Baba ist ab. Was ist, wenn ich mache Baba ist ab? Oder Baba ist Shift oder so? Ich glaube, das haben wir auch noch nie probiert, oder? Ab haben wir auf jeden Fall noch nie probiert, weil es neu ist jetzt. Dann schaut Baba jetzt nur noch nach oben. Okay. Aber das hilft jetzt auch nicht weiter. Es sieht auch lustig aus. Oh yeah, oh yeah. Wie so mit dem Hintern das so schiebe. hey. So. Das Shift. Warum geht das dann. Wieso funktioniert. Okay, ich. Scheinbar verstehe ich nicht, wie ist Shift funktioniert. Aber was wir jetzt machen können, ist den Geist darauf schieben. So. Jetzt machen wir das, was wir vorhin hatten, und zwar. Moment. Steuerung, bisschen schwierig manchmal. Belt ist ab. Hä? Belt ist ab. Und dann Belt ist Shift. Ah. Wait. Doch. Doch, 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 doch. Das hat geklappt. Zack. Und jetzt geht er durch. Danke. Cool. Ich hab's verstanden. Okay. Machen wir rechts weiter mit dem blauen Level. Level 7, konkrete Ziele. Ich habe auf jeden Fall konkrete Ziele. Ich möchte, dass ihr alle liked, alle abonniert. Das ist ganz konkret, ja. Egal, Baba. Egal. Baba is you. Flag is win. Belt is shift, is push. Wall is stop. Tree is stop. Flag is stop. Okay, alles stop. Ich hab's verstanden. Hö. Auf zu pushen. Die Flag is stop. Können wir die Flag in ein anderes Objekt umwandeln? Wait, schaut mal. Ja, jetzt können wir hier durch. Hm, ja, ich glaube, wir müssen die Flag in irgendwas anderes umwandeln. Vielleicht Flag ist Wall oder Flag ist Belt oder... Ah ne, aber nur Flag is Win. Ja, aber schaut mal unten rechts. Flag is Stop und Tree is Stop. Und da komme ich ja niemals durch. Ich komme ja niemals durch. Flag is Wall bringt wirklich nichts, oder? Also macht jetzt auch nicht Wall irgendwie zu einem Ziel, nee. Das ist schwierig. Ich will überlegen, was wir da machen können. Wir haben noch Stop. Das ist... Kann ich da Sachen durchschieben? Ich will es mal ausprobiert haben. Nein. Nein, kann ich nicht. Okay, also die Ecken, die beiden links und rechts, da können wir nichts machen. Und oben mit Flag is Win. Da können wir nur hier hinten unten was zuaddieren. Aber sonst gar nichts. Sonst können wir da gar nichts machen.
Ja, Flag is Stop, wenn ich das jetzt da rein tue, ist halt X, ne? Flag is Stop ist halt schon. Flag is Push? Ich meine, dann kann ich das zumindest schon mal rausholen. Das müsste aber klappen. Ja. Ist zwar Stop, aber ist auch Push. So, hab ich's rausgekriegt. Wie wär's, wenn wir Flag is Shift machen? Hilft das? Ich krieg da nichts durch, oder? Ne, passiert nichts mit. Okay, das funktioniert nicht. Was können wir denn noch machen? Mit dem Win können wir ja nichts machen. Wir haben ja 3 ist. Schon krass. Okay, ich denke, wir müssen irgendwas bauen mit den Wörtern, die wir hier schon haben. Ne? Ich denke, dass wir damit irgendwas zusammenbauen sollen. Wir haben 3 ist, was man hier selten sieht in dem Spiel. So, neben Belt und Wall haben wir hier Push, Shift und Stop. Was können wir von den dreien benutzen, damit was Sinnvolles ergibt? Ja, Wall ist Shift. Ziu, ziu, ziu. Boah, wie die Wand mich so wegdasht, wegpusht. Das hilft jetzt aber nicht. Das ist echt schwierig. Ich wüsste gar nichts. Aber auch wirklich gar nichts, um das jetzt zu schaffen. Wie gesagt, Tree is Stop, da komme ich nicht durch. Egal, was ich mache. Entweder ich muss Flag is irgendwas machen oder hier mit den Dingern irgendwas. I don't know. Ich habe eine neue Idee. Wir hatten ja mal ein Level gehabt, wo wir trotzdem uns irgendwie durch die Wand glitschen konnten. Und ich habe die Idee, maybe, wahrscheinlich nicht, aber maybe würde das hier funktionieren, was ich jetzt gerade vorhabe. Werdet jetzt sehen, mal gucken, ob es funktioniert. Warte mal. Ich habe es falsch gebaut. Das kann noch funktionieren, Da geht er nicht durch, nee. Dann bin ich überfragt, da habe ich keine Ahnung mehr. Okay. Also ganz ehrlich, ich habe es jetzt nachgeschaut, ne? Darauf wäre ich nie gekommen. Das ist wieder sowas. Wie soll man darauf kommen? Das hat das Spiel einem nicht so beigebracht. Ich habe nicht gewusst, dass das überhaupt in der Engine, in der Physics, dass es so funktioniert. Ja, ich zeig euch das, ja? Es ist halt wieder das typische gleiche Gedöns wie immer. So, wir machen hier Speedrun. Wir wollen nämlich wieder Flag als Push machen. Wir wollen das da rausschieben. Und wir wollen Belt ist Shift haben. Aber bevor wir... Achso, warte. Bevor wir das machen, müssen wir erstmal das Belt hier gucken lassen. So. Belt guckt in die Richtung. Das ist Shift. Und jetzt... Achso, warte. Das noch nicht. Aber jetzt schaut mal, was passiert. Ja? Wir tun das da drauf. Machen das wieder an. Und wenn ich mich jetzt hier hinstelle, aus irgendeinem Grund ist es dann nicht mehr Stop und ich sammle es ein. Wie funktioniert das überhaupt? Das ist doch Stop. Ich kann das auch nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist. Ich fühle mich halt nicht satisfied bei einem Level, wenn ich es geschafft habe. Ich aber. Also, ich habe die Lösung nachgeguckt. Hab's nicht verstanden. Hab's gemacht. Hab's noch nicht verstanden. Also. Ja, und genau dasselbe gibt's dann nochmal auf schwer. Beinahe. Genau dieses Level. Nochmal auf. Hart. Doch nicht. Ist ein Bonuslevel. Beinahe. Wald A. Machen wir das jetzt? Naja, das wirkt wie ein sehr kurzes und einfaches Level. Also ich mach's halt immer jetzt. Baba ist Swap. Flag is Win. Baba is You. Baba ist Swap. Oh. Oh. Oh, schau mal, das war jetzt ein ganz normales Tutorial-Level. Das war ein gutes Level. Mehr davon bitte, Spiel. Ich brauche mehr Tutorials davon. Sehr, sehr gut. B, nicht ganz. Komm mal die Buchstaben da hinten. Warum nicht? Jetzt habe ich Lust. Ich bin überzeugt. Oh, oh, sag mir jetzt nicht, jetzt kommt 4, 5 Mal das gleiche Screen, nur immer ist es was anderes. Jetzt ist Flag aber Swap.
Wait. Jetzt nehmen wir das doch einfach nur hier mit, oder? Das wäre lustig, wenn das jetzt funktioniert. Nehmen wir das jetzt nicht einfach nur mit? Warte. So. Ja, da ist halt das Problem jetzt. Ach, schade, das wäre lustig gewesen. Flag is you. Ach, dann machen wir einfach den hier. Und machen dann einfach draus Baba is win. Okay, auch nicht schlecht, nicht schlecht. Hey, warum gefällt mir das? Wow, gerade Frage Holm, na, aber ihr wisst ja alle, falls ich es noch nicht gesagt habe, will ich das nochmal sagen. Oh, neue Welt, Welt 8 oder so. Man hat ja in jeder Welt eine Mindestanzahl an Level, die man schaffen muss. Und diese Anzahl möchte ich schaffen, ohne nachzuschauen. Ich weiß nicht, ob ich das bisher geschafft habe. Ich denke schon, aber das ist auf jeden Fall mein Ziel. Ich achte nie drauf, aber ich gehe immer davon aus, dass ich es schaffe. Wir haben jetzt übrigens dadurch zwei neue Orte freigeschaltet. Also sind das hier Welt 5. Hier haben wir Welt 6. Ich glaube, hier ist Welt 7, ja. Hier ist Welt 8. Und hier ist Welt 9. Genau. Und dann wird hier oben Welt 10 sein, denke ich. Ja. Und hier ganz unten, wo die 1 ist, ist das Ende des Spiels. Das können wir eigentlich schon machen, aber egal. Ah ja, und da ganz unten rechts ist auch noch mein Level, aber ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Ja. Das heißt, wir sind ca. halbwegs durch mit dem Spiel. Lange Spiel, du. Hindurchgeschlüpfen. Was? Hindurchgeschlüpfen? Das ist doch kein Wort. Oder? Oh, das ist aber ein anderes Level. Baba is you, Rock is win, Grass is defeat, Keke is swap. Ich mag Swap übrigens, das ist eine coole Mechanik. Keke ist Push. Skull Move. Space ist beobachten. Naja. Passiert aber nichts. Irgendwas geht die ganze Zeit kaputt. Ich weiß nicht, aber nicht warum. So, Keke. Wie wär's, wenn wir dich mal hier durchschleusen? Nee. Ah, doch. Doch, es funktioniert. Indem ich. Hä? Ihr seht das, ne? Aber warum schaut er die ganze Zeit nur in die Richtung? Das steht hier nirgendwo. Hm? Hab ich ihn kaputt gemacht? Wieso schaut er nur nach da? Und ich kann ihn nicht ändern. Er kann nur nach unten und nach oben. Ich meine, ich denke mal, ihn nach da hinten zu bringen, wird schon mal richtig sein. So. Ah, Mist. Ah. Ich weiß nicht, vielleicht hier? Skull. Es gibt doch gar keinen Skull. Skull, Skull? Nee, es gibt schon keinen Skull. Wie hilft mir das denn jetzt? Das ist Push. Ja, es bringt ja nichts, dass er Push ist, weil Swap funktioniert nicht. Ich habe hier keinen Skull. Irgendwas fehlt mir, habe ich das Gefühl. Na, Moment. Wait, what? Habt ihr das gesehen? Wait. Ups. Ach, Mann. Whee! Nee. Moment. Ich kriege hier nicht auf die andere Seite. Es sei denn... Nee. Boah, das ist schwierig. Das ist echt schwer. Was mache ich denn da jetzt? Ja, ich kann ihn da ja nicht rauskriegen. So. Boah, das ist auch wieder echt viel zu schwer. Was mich halt am meisten irritiert, ist, dass ich Skull habe. Was will ich mit Skull? Hier gibt es keinen Skull in dem Level.
Oder soll ich das nach da oben bringen? Baba ist geil. Oder Keke. Na, macht ja keinen Sinn. Das macht ja keinen Sinn. Ha? Nein. Und warum ist überhaupt Rockwind? Das ist so specific. Aber warum? Ich meine, es ändert rein gar nichts. Okay. Wie wär's, wenn ich einfach... Na schau jetzt! Ich hab gerade angefangen, das Video zu schauen. Ich hab gesehen, er hat sofort damit begonnen, indem er Keke zu einem Skull gemacht hat. Der Grund dafür ist, dass Keke jetzt nicht mal Swap ist und ich Skull jetzt zu Push machen kann. Also scheinbar soll ich kein Keke haben, sondern ich soll mein Schädel, mein Two Skull for You soll ich hier mitnehmen. Und er hilft mir hier durch. Warte! Skull ist Keke jetzt machen, weil... Jetzt guckt er endlich in die Richtung. Ja! Das könnte endlich mal die Lösung sein. Ich brauchte nur den kleinen... Ja, Brain Push. Aha. Schubst er mich? Er tauscht mit mir Plätze. Okay. Wie komme ich aber denn dann da durch? Wenn er da jetzt lang geht. Komm ich denn dann da durch? Es sei denn, ich will was ganz anderes. Und zwar will ich, wenn er durch ist, genau an der Stelle ist, möchte ich ihn wieder zu Skull ändern. Und den dann nach oben bewegen. Na, warum? Ich probiere mal was aus. Und zwar wechsle ich ihn wieder zurück. Ich mach dann, dass er Move ist. Ach, verdammt. Ich verhedder mich hier immer mit den Wörtern, mit den Dingern überall. Das habe ich aber generell bei dem Spiel so. Na, ich mach jetzt nochmal Skull ist Move. Dann kommt er her. Dann? Wait. Vielleicht habe ich was. Vielleicht habe ich es jetzt. Weil... Wenn Skull jetzt wieder Keke ist und Keke ist Swap, dann heißt das doch... Oh, warte mal, vielleicht Keke Push? Wenn er jetzt moved... Ja? Ah... Okay... Alright. Bitte sag mir nicht, was das gleich nochmal machen, weil das war jetzt schon ein bisschen. Da war ich jetzt kurz ein bisschen brainstuck. Die Rettung! Für meine Gehirnzellen oder wofür? Baba is you, Skull is defeat, ja? Das ist mir offensichtlich. Text is not win, Leute. Text is not win. Swap haben wir draußen stehen. Okay, ich muss hier irgendwie aus diesem Käfig rauskommen von den ganzen Totenköpfen, weil ich einfach lang gehe. Hallo! Tot. Ne? Text ist Win, kann ich nicht machen. Denn oben steht ja rechts, Text ist not Win. Also Flag bleibt Win. Können wir was anderes machen? Das geht nicht, weil Text darf nicht Win sein. Und durch Skull können wir nicht durch. Wait. Warte, wie soll denn das funktionieren? Wie soll ich denn da rauskommen? Da hinten ist ja ein Swap. Komme ich denn an das Swap? Was kann ich denn hier überhaupt jetzt alles machen? Text ist... Pull? And Flag? Oh, schaut mal hier, zack. Text ist Pull and Flag. Würde mir einfallen. So, jetzt ist es nicht mehr Pull. Er nimmt alles mit, das will aber nicht. Oh.
Okay. Schwierig. Das ist echt schwierig, Mann. Flag ist... Pull bringt mir nichts. Text and Flag hilft mir auch nicht. Wie komme ich an das Swap? Das Einzige, was mir einfallen würde, wäre, all diese Wörter nach drüben zu packen. Und das Wort, was ich... Das funktioniert aber auch nicht, ne? Warte, ich will kurz zumindest mal kurz testen. Würde ich überhaupt da rankommen? Ja. Ja, würde ich. Ich hätte eins drüber. Also eins mehr, als ich bräuchte. Okay. Okay. Das würde funktionieren. Aber ist das überhaupt die Lösung? Ja, Baba ist Jons geilste Feed, werde ich nicht ändern können. Und das Text ist not film, werde ich auch nicht ändern können. Ich hab da echt keine Ahnung. Also Text ist Swap würde mir schon mal helfen, auf neue Ideen zu kommen. Das wäre schon mal nicht schlecht, wenn ich das hinkriegen würde. Ja, ansonsten Flag ist Swap bringt mir nichts. Kannst du das Text darüber packen? Fast. Fast. Ja, Text ist Pull, hätte ich halt jetzt gerne, ne? Wait! Warum mache ich dann nicht einfach Text ist Pull? Ja? Und dann? Warte. Ja! Jetzt hab ich's! Text ist Pull and Flag is Win! Warte, ich muss mich aber richtig positionieren, bevor ich das mache. Okay, warte. Weil ich pull ja alles. Text ist Pull and Flag. Ah, nee. Okay, Moment. Text ist ja Pull. Ne? Nehmt mal das alles hier trotzdem mal mit. Ich kann es immer zurückziehen. Okay, okay, okay. Nee. Doch, nee. Doch? Nee. Eigentlich nicht. Aber warum denn? Text ist Pull and... Achso, weil da kein Is-Win ist. Meine Idee wäre halt jetzt gewesen, aber ich glaube, das funktioniert nicht, dass ich entweder das Ist oder das Text schon mal nach links packe, dann weil Text das Pull rüberziehe und dann das andere mache. Aber das funktioniert ja nicht, weil ich kann ja nicht beides haben. Also bin ich jetzt eigentlich schon wieder stuck, auch wenn ich dachte, ich hätte jetzt was. Basically, nein. Nein, nein, ich bin immer noch stuck. Ich kann den hier machen. Ja, und jetzt? Das war das Problem. Ich kann das hier pullen. Ja, schön und gut. Aber wie komme ich da raus? Ach, ich bin doch... Oh, Leute. Es tut mir so leid. Oh, bin ich doof. Och, Junge. Och, Mann. Wieso bin ich so? Wieso? Wenn ich Text doch pulle, warum pulle ich dann den Text nicht? Och man, ey, es tut mir wirklich leid, ne? Oh man. So, ja, wow. Ach Gott, das ist peinlich. Das habt ihr nicht gesehen, okay? Das habt ihr nicht gesehen. So, und was wir jetzt machen ist, so, jetzt ist es nicht mehr Pull. Text ist Swap. Das heißt, ich tausche jetzt mit dem Text. Aber bevor ich das mache, sollte ich erstmal hier einen Text haben, damit ich Swap machen kann. Ah, warte mal, warte mal. Warte. Ja, noch nicht Swap. Warte mal. Also Flag is Win. Ja, ja.
Flag is win. Answap? Wait. Andere Idee! Ich habe eine andere Idee. Was ist, wenn ich jetzt... ich muss nochmal von vorne anfangen. Warte mal. Was ist, wenn ich stattdessen jetzt versuche, Flag is Pull zu machen und die Flagge einfach hier reinschiebe? Also statt zu überlegen, wie komme ich hier raus, überlege ich, wie kriege ich das Ziel hier rein? Ah, das könnte funktionieren. Und das versuche ich jetzt. Ich muss jetzt nur wieder auf die Ebene kommen. So, warte. Das hole ich am besten mal hier hin, damit ich es nicht in der Ecke habe. Das wäre schon mal nicht schlecht. Okay. Natürlich muss ich Flag, aber Swin machen. Nee, muss ich nicht. Warte mal, muss ich gar nicht. Ich muss gar nicht erstmal, ja? Erstens, ich muss gar nicht. Wenn ich es so habe. Ich bin immer noch eine Ebene zu falsch. Ah, verdammt! So, dann machen wir es einfach so. Und wenn ich es jetzt so habe, ne? Komm, na komm, na komm! Nein! Einer zu kurz! Oh, das war aber so cooles. Oh, das war so ein cooles Rätsel gewesen. Warum war. Ich bin jetzt sogar enttäuscht, dass das nicht die Rätselslösung ist, ne? Ohne Witz. Ich bin einfach enttäuscht jetzt. Weil das hätte so klappen können. Okay, dann muss ich jetzt neu überlegen. Wie? Was will ich jetzt überhaupt machen? Also jetzt doch hier rausbrechen? Ausbrechen? Hä? Ja? Nein? Ja? Doch? I guess? Ich schätze schon. Ja, wieder mal nachgeschaut. Jetzt bin ich wirklich sauer und enttäuscht vor allem. Jetzt bin ich wirklich enttäuscht, dass meine Rätsellösung nicht die richtige ist. Weil die es wirklich ist, ist einfach mal wieder dumm. Also meiner Meinung nach ist es mal wieder dumm. Also. Was wir machen wollen ist Text ist, ach man, jetzt wegen dem Flag. Nein, komm, wir gehen weg da. Text ist swap and. Jetzt weiß ich auch, wofür ich das and brauche. Das habe ich die ganze Zeit gefragt, wofür brauche ich das überhaupt? So ist swap and pull wollen wir machen, ja? Und ich zeige euch jetzt auch, warum. Also, wir haben es jetzt so, ne? Jetzt schieben wir das hier hin. Ja. Und aus irgendeinem Grund können wir jetzt, wie ihr sehen könnt, den Totenkopf wegschieben. Ich verstehe es nicht. Wir hatten sowas ähnliches schon mal. Und naja, keine Ahnung. Bin ich jetzt ehrlich gesagt auch kein wirklicher Fan von der Lösung. Also das andere, wie gesagt, meine Lösung fand ich da wirklich klüger und cooler. Aber was soll's. Ja. Einfach nur noch schnell Flag is Win machen und das war's. Oh Mist. Ja, weiß nicht, was meint ihr? Ich fand's halt jetzt nicht so krass. Und ja, weil wir schon dabei sind, würde ich sagen, quetschen wir irgendwie noch ganz schnell E rein. Eingemauert. Okay, nehmen wir mal. Ich hab's gerade ausprobiert, das Level. Das ist ein bisschen kompliziert, bis lange. Machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen.